Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich stehe hier in meinem Haus und ihr hört ihn piepsen. Da unten, da ist der Papagei. So, jetzt können wir erstmal unsere ganzen Sachen ausladen. Ich habe wirklich gedacht, wir haben uns verlaufen, denn das wäre ja eine Katastrophe geworden. Ganz ehrlich. So. Denn werden wir jetzt erstmal schnell alles ausladen, was wir hier haben. Ja, da hatten wir ja einen anderen Karton. Ja, Karton ist auch gut. So, laden wir doch mal unser ganzes Essen hier aus. Und die Deko. Und Setzlinge. Und die können wir gleich anpflanzen. Und dann haben wir Kakaobohnen. Dann müssen wir dann nochmal los und Dschungelbäume holen, weil das sind ja nur Samen. Wir können Bambus anpflanzen. Ich zeige euch, wie viel, wie man Samen da macht. Dann haben wir Farn als Deko, das lassen wir erstmal noch. Dann haben wir hier für Brot, haben wir mitgebracht. Dann haben wir die kann man nur aufhängen, wenn wir uns ein Schild an die Wand machen. Ist auch nicht weiter dramatisch jetzt. Wir haben noch so eine Behutsamkeitsgedöns. Den Kompass kann man hier wieder hinpacken. Ihr seht schon, es läppert sich langsam zusammen, was wir hier alles an Krempel haben. Also echt der Wahnsinn. So, dann schmeißen wir das mal da rein. Wir haben ja jetzt 14 Brot, dann schmeißen wir das rein. Und dann kümmern wir uns mal drum, dass wir Sachen da anpflanzen. So, okay. Dann zeige ich euch mal, wie das geht. So, jetzt haben wir ja hier schon eine relative Auswahl, was Bäume angeht. Ihr seht, Schwarzeiche ist noch nicht gewachsen. No? Dann stellen wir uns, weiß ich, hier oben mal ein paar Akazien hin. Eine. Zwei. Drei. Bei der braucht er eigentlich nicht so viel machen. Dann haben wir unsere Melone. Das geht einmal auch. Da ist er. Das geht auch, wenn wir die da reinlegen, kriegen wir Melonenkerne. Also eine Melonenscheibe ergibt immer einen Melonensamen sozusagen. Da hat man ja nur zwei, da können wir dann den dritten jetzt darin setzen. So, dann haben wir den Bambus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo packen wir den Bambus hin, dass er uns nicht stört. Ich würde mal sagen, hier. Und den könnt ihr richtig so. Also ihr könnt den auch gleich vergrößern, wie ihr gesehen habt. So. Okay. Da schmeißen wir jetzt erstmal unseren Bambus hin. Der kann dann wachsen, weil da brauchen wir ganz viel, um Gerüste zu machen. Also ich brauche mindestens ein Stack Gerüste. Ich werde euch dann später auch erklären, wieso ich so viele Gerüste brauche. Weil da kann man nämlich eine ganze Menge machen. So, jetzt hoffen wir mal, dass dieser komische Baum hier auch irgendwann mal meint zu wachsen. Wäre ganz nett. So, was haben wir denn noch? Wir können mal wieder gucken, was die Felder angeht. Och, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil wir haben ja genug Zeugs zu essen. So, weil ich möchte ja später dieses Dach hier auswechseln. Und das Dach können wir nur dann auswechseln, wenn die Gerüste haben. Sag ich mal so, ohne jetzt umständlich darum zu klettern. So, dann möchte ich, Schaufel können wir uns noch machen, weil die eine Schaufel geht nämlich gleich kaputt. Möchte ich mir noch ein bisschen Weg mehr hier umpflanzen. So, einmal zur Mine. Noch ein bisschen. Ah, okay. Das können wir dann später auch nochmal schön machen. Und wie gesagt, so ein paar Zäunchen würde ich mir hier gerne aufstellen. Und ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam wird es Zeit, dass wir uns ein Lager machen, weil das wird ja doch relativ voll jetzt hier. Wir schmeißen mal alles das rein hier. Oh, was wir jetzt nicht zwingendst zum Bauen brauchen. Da. Ja, da. Das packen wir mal da oben hin.
Schere brauchen wir jetzt auch nicht. Die Goldschaufel schmeißen wir jetzt mal hier oben hin. Hat eigentlich nur praktische Gründe. Wir brauchen unbedingt drei noch. Warte mal, die Sticks hatte ich da auch, glaube ich, reingeschmissen. Ja. Brauchen wir unbedingt noch eine Axt. Ja. Messen wir die da oben hin. Das dahin. So, wir brauchen Holz wieder und wir brauchen Kobbel. Da haben wir jetzt genug. Und wir brauchen jetzt unbedingt mal so ein bisschen. Da machen wir das Dach so gleich. Wir machen jetzt erstmal das Grundgerüst fürs Lager. Wir bauen uns jetzt hier ein Lagerhaus hin. Ich würde mal sagen, wir haben ja hier das Wohnhaus. Wir können natürlich hier gleich in die Linie das Lagerhaus bauen. Aber ich würde sagen, wir haben hier so viel Platz, dass wir das hier hinten machen. Wir bauen uns hier hinten ein Lagerhaus. Wir haben uns jetzt eine Stelle, wo wir hier so ein Lagerhaus oder eine Scheune. Ich würde sagen, wir machen hier ein Lagerhaus. So, das heißt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen ein 9 mal 9 Haus. Obwohl, wir können das auch anders machen. No. Ja, viereckiges ist nicht so mein Ding. Warte mal, können wir das ein bisschen verlängern? Machen die mal wieder weg. Schauen mal, dass wir das ein bisschen Länge kriegen. 9 hatten wir gesagt. 9, 10, 11, 12, 13. Oh, passt gerade so an dem Baum hier vorbei. Da. Erstmal so den Grundriss bauen hier. So, okay. Jetzt können wir Folgendes machen. Die können wir hier mal kurz wegnehmen. In der Hoffnung, dass wir wieder neue Setzlinge kriegen. Ah, ich hoffe es. In den müssen wir nämlich sonst noch mal los und neue holen. Bitte schmeiße Setzlinge ab. Können wir nämlich dringend gebrauchen, weil der Baum steht jetzt hier ein bisschen zu nah. So, und jetzt könnten wir ja eigentlich mal versuchen, etwas anderes zu bauen. So, jetzt zeige ich euch Bauphase Nummer 2. Jetzt nehmen wir nämlich die Dinger und setzen die hier dahin. Jetzt stört der hier natürlich auch wieder. Ja, also buddel das ruhig hier alles frei. Dann kommt der hier hin. Und hier. Na toll, ein Setzling bisher. Nicht gerade viel. Zwei Setzlinge. Drei Setzlinge. Jetzt drückt die Daumen, dass da noch ein Vierter runterkommt. Dann kann man da wieder anfangen. So, die werden jetzt 1, 2, 3. So, die werden jetzt. Jetzt kann ich nicht mehr zählen. 1, 2, so. 3. Ja. 5 hoch. Und die werden sozusagen hier. Hier. So, dann können wir schon mal die Ecken machen. Da ist der auch da. 5.
Autsch. Vergiss immer, dass ich noch keine Federfallschuhe habe. Halt, der muss da wieder raus. Passt sonst nicht in meine Zählung. So, und dann wichtig ist, Bettchen aufstellen. Ab. Bettchen aufstellen. So, und dann können wir ja die Werkbank hier auch gleich hinknallen. Das ist, warum wir so viel Werkbänke haben. So. Deshalb. Ja. Ja. So, da ist wieder dasselbe. Soll ich hier durch den Baum graben? Oh, lass hier ruhig stehen. Ist ein bisschen schwieriger, aber. Eins. Drei. So, jetzt wisst ihr, der steht hier definitiv zu nah dran. Dann baut er den einfach ab. Autsch. So, ihr seht aber, es passiert nichts. Blätter ohne Ende, wie gesagt, immer. Weil manchmal passt das auch, dass die Blätter da so nahe stehen. Oh. Da kommt immer noch zu viel. Die hier weg, stört sonst. Okay. Mal hier noch eine Stufe. So. Dann kommt hier der hier hin. Bei 4 hoch, ne? Das muss hier alles weg. Überlappt sonst. Mal hier nicht bauen. Aber wie gesagt, lass sie ruhig stehen. 4. 4. So, nächste Ecke. Hey, noch so viele Setzlinge, das ist schön. Gut. 1, 2, 3, 5. Und dann macht er hier wieder. Da. Jetzt habt ihr die Ecken. Jetzt muss da gucken. Hier würde ich zum Beispiel große Fenster hin machen. Da. Dann habt ihr so Zweierfenster drin. Und das kann man ja hier dann auch noch machen. Ich würde das ja so ein bisschen auszählen. Ja. Und hopp. So, und jetzt brauchen wir ja auch eine Tür und dann machen wir hier die Tür rein. Da. So, Tür. Da könnt ihr es auch so machen. Am besten hier einfach. Wieso sind die höher? 1, 2, 3, 5. Warum? Kann ich wieder nicht zählen. Auch nicht schlecht. Das fängt wieder gut an. So. Hüpf. Will gerne meine Steine wieder haben. Danke. Also viel habe ich davon auch nicht. So, dann haben wir das hier wieder. Dann könnt ihr wieder auszählen. Wartet mal, wir packen die mal da zusammen. Ja. Fenster. Wie gesagt, ihr müsst natürlich nicht so viele Fenster dahin machen. So, das wird sozusagen der innere Teil. Ne? Na, erstmal so grob einteilen. Kann man immer noch Fensterlücken dann zumachen. Und dann fehlt natürlich genau ein Koppel. Es war wieder klar, wir kennen's. Wenn es um den letzten Stein geht, dass der immer fehlt. Nicht wirklich. Okay, wir haben noch 6 Stück. Haben wir noch so einen, den können wir auch gleich verwenden. Und immer schön Tür zu machen. Denkt dran, ihr habt auch einen Papageien da drin. Oh. Okay, der hier noch.
Das können wir auch anders machen. Das sieht dann schöner aus für eine Tür. Ja. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lager baue, dann brauchen wir die Fenster hier zum Beispiel nicht zwingend. Können wir alle zumachen. So, das war mein letzter Kobbel. Und ja, wie es weitergeht, wie gesagt, seht ihr dann im nächsten Teil. Der wird jetzt ein bisschen kürzer, weil mir geht jetzt langsam die Zeit aus. Ich muss ja euch noch ein Video wieder hochladen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge und ja, seid gespannt, wie unser Lager hier weitergeht. Tschüss, eure Bubu.